Zeit ist etwas Seltsames. Ich verließ Karnaca vor Jahrzehnten, war gespannt auf die Dinge in Dunwall. Ich erinnere mich an die Liebe zu Jessamine, an ihre Krönung als Kaiserin, Emilys Geburt, die Seuche, dann Jessamines Tod und eine andere Krönung. Und jetzt das, in der Stadt, in der ich geboren wurde. Stiltons Haus verbirgt ein Geheimnis, aber ich nehme es Ziegel für Ziegel auseinander, um hinter Delilahs Unsterblichkeit zu kommen, solange sie dabei am Ende in Ketten liegt. Sie hat sich vielleicht aus dem Nichts nach oben gearbeitet, aber für Tyrannen und Hexen hege ich schon lang keine Sympathie mehr. Alles, was ich will, ist Delilah zu erledigen und für Emilys Sicherheit zu sorgen. Noch einmal. So, hallo zusammen, willkommen zusammen. Gerade hat sich was verändert. Weiteren Let's Play von Dishonored 2. Ja, wusste nicht, dass es sofort losgeht, deswegen. Ein bisschen spät. Ja, ich frag mich. Das sieht ein bisschen ähnlich aus wie die Villa aus Brightmoor Witches, aber. Wiederum auch gar nicht. Da war ein Wasserfall hinter, ne? Ja, wird's nicht sein. Das ist eine andere. Der Ort ist verflucht, rissig. Ich spüre, dass nichts einziehen kann. Ah, ich kann keine Magie benutzen. Oh. Und dann, ohne gesehen zu werden. Darf ich ja gar keinen Wallhack benutzen. Ach, das darf ich aber benutzen. Okay. Das ist, schon mal ist das Stilton? Wer? Hä? Was siehst du, was ich nicht sehe? Vielleicht einen Schocker reinbauen. Wehe euch! Stiltons Anwesen verfällt langsam. Aha. Aber ich habe eine Rune. Okay, das scheint irgendwie eine sehr kleine Map zu sein. Manchmal fühle ich den Wind auf meiner Haut und deine Berührung. Das ist aber schön. Wird aber auch nicht erklärt, warum ich gerade sie höre, ne, wenn ich das Herz habe. Die Unterdrückten, arm und vergessen. Gassenjungen, Bettler, Waisen. Wer spricht für sie? Ich hab die ganze Zeit Angst, dass plötzlich irgendwas auftaucht, was ich vielleicht entdecken kann. What? Wer war das? Oh mein Gott. Ich rechne sowas von mit einem Schocker. Zumindest für meine Beine. Ach Mann! Warum ist hier jede blöde Tür zu? So. Kaum waren der Herzog und ich auf der Jagd. Das Wild hatte Gesichter. Oh, schön. Wahrscheinlich meine Da sind Wale in den Bergwerken. Ich höre sie unten heulen. Diese aufgeblähten Tiere. Ist da unten jemand? Warum ist das immer so bedrohliche Musik hier? Bin ich so alt geworden? Wo sind die Männer aus früheren Zeiten? Die Bälle, die wir hier hatten. Ach, ich muss hier runter, ne? Stimmt. Steck das Ding weg! Ja? Grotesk! Ja, ich sehe schon. Die anderen aber. Vor drei Jahren zerbrach etwas im Ernest Stilton wie ein billiges Schloss. Hallo. Ein Teil von ihm und des Hauses haben jeden Abend neu verlassen. Der innere Zirkel des Herzogs ist noch immer hier, um den großen Plan umzusetzen.
Delilahs Clan. Und ein Teil von Armistoten ist hier. Zerbricht weiter. Das Nichts ist kein wirklicher Ort. Es ist viel älter und seltsamer, als du denkst. Es betrachtet dich von innen. Im Herzen von Stiltons Haus tröpfelt das Nichts durch das kleine Löchlein von Delilahs Trick immer weiter. Selbst Magie ist hier verkehrt. Alles funktioniert anders. Nimm das. Stell dir vor, es wäre eine Art Kronewandler. Das macht's leichter. Beobachte den Herzog und Delilah. Sieh selbst, was sie getan haben. Ah, ein Blick in die Vergangenheit. Oder? Chronowandler, wenn zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her zu reisen. Gedrückt halten, drücke F, um die Linse auf und zuzuklappen, mit der du in die. Ah, cool. Umgehe Hindernisse oder fliehe vor Gegnern, indem du in die andere Zeit reist. Nein, fliehe vor Gegnern. Du kannst nicht zwischen Zeitlinien wechseln, wenn ein Hindernis dir im Weg steht. Ungeachtet deiner Position tickt die Zeit auf beiden Zeitlinien weiter. Was du in der Vergangenheit veränderst, wirkt sich auch auf die Gegenwart. Beim Nichts. Die Zeit läuft aus. Sie kommt aus den Wänden. Hi. Sie ruiniert die Teppiche. Der einzige Weg hier raus ist über die Gegenwart, mit diesem Chronowandler. Wieso, da war doch auch ein Weg. Inwiefern geht's dann hier weiter? Geh nach Dunwall und sag der Kaiserin, dass der Herzog im Garten Leichen ausgräbt. Und er kann jetzt singen. Sie weiß, was das bedeutet. Ah. 6,17. Okay, jetzt muss ich ernsthaft gegen Leute ohne Blink zurechtkommen. Stilton hatte Geschmack, bevor er verrückt wurde. Okay. Ich muss es lesen. Gut, dass ich mich noch umgedreht habe. Der Herzog und einige der anderen sind im Arbeitszimmer. Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden. Hinten im Hof. Falls Sie den aktuellsten Code für das Arbeitszimmer benötigen, finden Sie ihn mal im Dienstbuch. Stilton hat den Code zum Arbeitszimmer. Den brauche ich unbedingt, um da reinzukommen. Okay, aber bitte sag mir, dass hier keine Gegner sind. Tür, aber vielleicht ist die ja nicht verschlossen. Okay, da ist eine Wache. Das ist verrückt. Ich vermute jetzt auch immer, dass ich diese Tür aufmachen kann. Komm, kusch, kusch, weg da. Geil gemacht. Das ist. Was wird mein Handeln heute Abend hier in der Gegenwart ändern? Nee. Spielt Aramis Stilton wirklich Harfe oder Klavier? Nicht, dass ich wüsste. Was interessantes.
Tatsachen vielleicht. Von dem äußeren Schein. Oh, der ist gerade aufgestanden. Ah, hallo. Ach nee, es hat was hin. Was mal. Okay. Da oben ist ein Gegenstand. Ich weiß, dass da was ist. Oh. Ich sollte mich mal vielleicht mehr nach meinem C-Punkt richten. Das lässt sich vielleicht umgehen, wenn ich in die Vergangenheit zurückgehe. Ja, vielleicht. Versuchen nicht, die Statue selbst zu schieben. Okay. Das ist bestimmt kein Hinweis. Nein, das war's nicht. Nein, den Spiegel kann ich nicht kaputt machen. Mal tippen. Thronenlagerzapfen. Oh, schon wieder ein goldener Blueprint. Na, ich glaube mal, das hat schon ausgereicht. Ja, war klar. Warum auch immer das Loch da noch da ist. Ist doch eigentlich dadurch entstanden. Hier ist niemand. Anscheinbar nicht. Was habe ich an diesem Abend in Dunwall getan? Oder was tue ich jetzt? Fragen über Fragen. Wo ist denn das Building? Wow. Das wollte ich eigentlich. Hier ist ein Hindernis. Lieber in der Zeit ein bisschen rum. Ist weniger gruselig. So, was haben wir denn hier noch? Vielleicht Leute. Okay. Verschlossen. Blockiert. Aber nicht verschlossen. Vielleicht ist es in der Gegenwart offen. Wow. Zwei. Ja, aber zwei hilft mir nicht wirklich weiter. Dasein fristen.
Wow. Die Lösung. Und da ist jetzt auch alles da. 2, 3, 8. Ja! Schaffe, das rette Gülle. Sehr gut. Weil ich gerade aufgehoben habe, aber. Mein Gott. War da gerade eine Bewegung? Ich sehe gerade, dass mich irgendwer sieht. Fuck. Was gibt das Wesen da? Oh. Mist. Das wäre so schön einfach gewesen. Fortsetzen bitte. So. Ich nehme lieber Menschen. Ha? Es war einst ein Mann aus Hochmühltal. Sein Ding war so klein wie ein Zwergaal. Er zog daran täglich, nur gerade so erträglich. Dann war es so lang wie ein Narwal. Ist da jemand? Oh Gott. Naja. Verdammt, ich muss pinkeln. Nein. Wohl doch nichts. Keiner. Gegenwart kann ich nicht in den Keller. Aha, jetzt bin ich in der Gegenwart. Ach, Vergangenheit, meine ich. Sorry. Warum kann ich nicht meine eigenen Sachen tragen? Kombination sieht aber eher nach Upper Floor aus. Aber da ist jetzt die Gefahr, dass da wer steht. Deswegen immer schön auf und auf zu. Was war das? Ja. Die Tatsache, dass ich hier keine Fähigkeiten benutzen darf. Nein, nein! Ah! Ah! Die schlechten Entscheidungen. Oh Gott. Ich hoffe, ich habe früh genug gespeichert. Und nicht zu spät. Der hat mir Angst gemacht, der ist auf mich zugekommen. Ich dachte, der sieht mich gleich. Schwere Mission.
Ich fühle mich nämlich sonst mit den Kräften natürlich immer so in Sicherheit. Aber ich denke, ist da etwas? Wenn man die plötzlich nicht mehr hat. Ha! Okay. Viele Blut. Aber... Ich denke, es ist auch einfach keine andere Taktik, als die ganze Zeit zu hauen. Alles, was passiert, scheint sich um eine Art Zentrum zu drehen. Ja. Ich bin... Ach. Ernsthaft, die Kombination ist da, wo ein Wachtyp ist. Aber Betäubungspfeile klappen ja gegen die. Deswegen eigentlich kein Problem. Jetzt, wo ich das weiß. Na, da ist er. Unmensch! Sag der Richtige. Gucken, wie es mit dem Hindernis in der anderen Zeit aussieht. Oh. Hi. Das heißt, wenn ich hier stehe. Paul, danach werde ich mich so betrinken. Nein, 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 nein. Ich bin gut. So. Jetzt bin ich im Hinterhof, da befindet sich auf jeden Fall die Person da, Stilton Aramis, aus der Vergangenheit. Ja. Von dem, wo ich jetzt die Kombination habe, ich dachte, die sei in seinem Büro. Ne, in seinem Notizbuch, genau. Aber das dachte ich, sei in seinem Büro, nicht bei ihm. Puh, ich weiß ja auch nicht. Was zur Hölle? Zu dieser Zeit hat die Garde Stilton beschützt. War da ein Hund? Ja, da war ein Hund. Und da war noch ein Hund. Ist das so jetzt Pest- oder Cholera-Mission? Komm schon! Angestiftet. Das ganze Gerede um. Da ist das Notizbuch. Ja. Wenn das doch so einfach wäre, ne? Da ist das Notizbuch. Eines Tages geht der junge Luca zu weit. Hoffentlich erlebe ich das. Theo, verzeih mir. Heute Nacht kommt Herzog Luca vorbei, dann werden so viele Fremde. Kombination 4, 7, 6. 4, die Münze mehr. Die Zahl auf meinem Henkelmann. Everybody was gone. Wenn der Abend um ist, muss mir der Herzog vertrauen. Bestimmt. Ich kenne seine Geheimnisse.
Oh ja, erpressen funktioniert immer. Wer ist da? Ich helfe dir beim Suchen. Och, nö. Das ziehe ich ja. Ich hoffe, hier ist kein Wächter. Der Raum scheint safe. Ja, ist auch gut. Wenn du in der Gegenwart nicht weiterkommst, dann suche einen Weg in der Vergangenheit und umgekehrt. Ach. Okay. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Aber schon eine weite Strecke. Aber stimmt, die Hunde und so, die kamen erst auf einen gewissen Punkt. Das heißt, eigentlich könnte ich vielleicht durchlaufen. Ganz eventuell. Wenn es denn dann mal liegt. So, danke. Was? Ich hätte den unteren Gang nehmen sollen. Was? Warum fällt der denn durch das Holz? Junge, ist der wie... Wurde auch noch nicht entdeckt. Ah. Ach so. Oh. Ja. Hat er mich jetzt gesehen? Eliminierung insgesamt einer? Verdammt, einen Moment. Also ich weiß auch nicht, vielleicht gilt es als Eliminierung. Es ging wohl um den, den ich hier ausgenockt habe, aber... Der lebt ja noch. Ich sehe jetzt nicht, wo das Problem da ist. Oh. Mann, Mann, Mann. Steht hier jetzt kurz Wache. Mal, bis er weg ist. Boah, wenn er mir jetzt nochmal stirbt. Boah. Achso. Ich dachte schon so, hä? Was ist denn los? Ich seh mich mal um. Er wurde erstickt. Ja, aber nicht getötet, ne? Sorry, ich kann es auch nachgucken. Ich bin da ganz paranoid. Vergangenheit fließt in die Gegenwart oder andersherum. Oh. Oh. Erneut, willkommen in meinem Haus. Bringen wir es hinter uns.
So, noch kurz eine letzte Kontrolle. Ob jetzt wirklich keiner gestorben ist und mich keiner gesehen hat. Danke sehr. Was wir jetzt versuchen, ist einzigartig. Es geht über mein Verständnis hinaus und sicher auch über ihres. Wenn jemand Zweifel hat, sollte er sie jetzt über Bord werfen. Ach, die können mich nicht sehen wahrscheinlich. Das lässt sich rational nicht erklären. Es ist der zerfranste Rand, wo Naturphilosophie zu etwas anderem wird. Ja, ich kann's spüren. Wir riskieren den Wahnsinn. Das ist die Frau Doktor, ne? Je mehr ich höre, desto unvernünftiger kommt es mir vor. Wer will schon mit den Toten reden? Wenn diese Delilah wirklich getötet oder aus der Welt verbannt wurde und ihren Verstand verloren hat... Delilah ist stärker als zuvor. Herzog Abele und ich haben ihre Stimme zu uns flüstern gehört. Und jetzt müssen sie ihre Positionen einnehmen. Konzentrieren Sie sich auf das Nichts hinter der Welt. Sie spüren Ihre Macht, oder? Bei den Sternen. Das ist aufregender als jede Orgie, die ich erlebt habe. Halt! Halt! Wir können doch nicht. Idiot! Ich bin zurückgekehrt. Aus der Kälte. Aus der Ewigkeit. Interessant. Es scheint funktioniert zu haben. Mein Geist ist in Sicherheit in diesem Ding. Luca, das musst du wegsperren. Oh. Ich sehe das Innere. Einer ist zu Stein geworden. Der andere wurde neu geschmiedet. Und von dem Schwarzäugigen gezeichnet. Armer Aramis. Ich sollte mich um ihn kümmern, aus Treue zu meinem Vater. Halt! Sie sind versteckt, aber ich weiß, wer sie sind. Wann sie sein werden. Sie haben meine Rückkehr beobachtet. Eines Tages werde ich sie holen. Das Nichts jenseits der Welt ist seltsam. Ich würde nie verstehen, was ich gesehen habe. Konzentrieren Sie sich auf das Nichts hinter der Welt. Sie spüren Ihre Macht, oder? Bei den Delilah ist gefährlich, ja? Sie spürt mich, obwohl ich gar nicht da bin. Was? Oh, da hat er was mit. Ach, Lobes drehen, super. Ah. So, wir den Stapelzeug, ne? Und ich bin in der Zeit gefangen. Wahrscheinlich erst frei, wenn ich da rausgehe. Ah. Um einiges angenehmer. So. Oh, so viel Geld, das hier noch umliegt. Staubbezirk, Staubbezirk. Ui. Ich war da. Speichern, Zeit wechseln. Offiziere sollten mehr Rationen erhalten. Wir arbeiten viel härter. Hä? Erstmal raus hier. Hier unten war aber nichts. Große Halle. Müssen die erstmal gucken, sich abregen, dann kann ich ja raus. Und ab dann dürften eigentlich keine Gegner mehr kommen. Muss auch eine Frau werden.
mir da noch nie so sicher. Ah. Da war er dran. Ah. So, ist das Rätsel auch gelöst. Schauen, Akrobat, Klettergeschwindigkeit, ja, nehme ich. So. Gute Gegenwart. Nein, hier nicht. Das ist keiner da. Hat sich was bewegt. Komm nach, komm nach. Ich existiere gar nicht mehr. Ja. Du kannst natürlich da ewig stehen bleiben oder du verziehst dich. Danke sehr. Staubbezirk. Dann ist das auch geschafft. Hey! Da ging er wieder mal schnell. Zeit zu gehen. Zurück zu Dreadful Way. Außer ich muss jetzt noch den Teil im Staubbezirk spielen. Wie, die perfekte Spielweise gibt es nicht. Doch. Nämlich leise. Ich finde, selbst wenn man auf hohe Chaos geht und auch Leute umbringt, macht es doch ein bisschen mehr Spaß, wenn man es trotzdem assassinenmäßig spielt. Ranschleichen, Leute ermeucheln. Klar, es kann dann egal sein, wenn man auffliegt. Aber... Hilft er mir, weil sie die Regeln gefunden hat. Eine zerfallende Insel an den Rändern des Nichts. Aber diese ist besonders. Dann ist es meine. Hier wurde mir die Kehle durchgeschnitten. Vor 4000 Jahren. Oh. Hier endete mein Leben. Und hier begann es von neuem. Hier haben sie mich gemacht. Dieser Teil des Nichts wirkt älter. Jetzt erfährt man, wo er herkommt. Cool. Bis zum Ende dachte ich, ich könnte noch entkommen. Ich kämpfte, doch die Seile schnitten in die Haut und ich wurde schwach. Dann berührte das Messer meine Kehle und ich wusste, es war zu spät. Das Blut lief heraus und ich wurde ein Gott. Nun kennst du Delilahs Geheimnis. Am Ende ihrer Tage trieb sie durch das Nichts und hätte auf ewig verloren sein sollen. Doch ihr Wille und ihre Gerissenheit sind einzigartig. Sie fand diesen Ort. Die Insel im Nichts, wo ich das wurde, was ich bin. Wie hat's gelesen? Er veränderte sie. Und sie fand einen Weg, ihn zu nutzen. Die Kraft hier anzuzapfen. Delilah ist jetzt ein Teil von mir. Und das mag ich nicht. Das glaube ich. Das muss man Delilah lassen. Sie riss ein Stück ihrer selbst heraus, verbarg es in einem Ding aus Knochen und machte sich unsterblich. Wenn du Delilah töten willst, musst du ihren Geist finden und ihr zurückgeben. Ihn zu erreichen wird nicht einfach. Aber was danach kommt, dürfte das Schwierigste sein, was du je getan hast. Also mit Daud gegen sie war es ja ganz einfach, das zu schaffen, weil das ja an sie. Die Welt ist voller Geheimnisse. Schauen wir uns diesmal aus. Letztes Mal eine kleine Arena, man konnte sich recht gut verstecken. Aber es geht noch weiter.
Du musst den Stapelzug durchqueren. Alte Story, alte Story. Was passiert denn da jetzt noch? Vor allem frage ich mich, warum das in zwei Kapitel getrennt wurde. Weil das davor war ja echt nicht groß. Ne? Die jetzt beide zusammen hätten, finde ich, viel besser als ergeben. Aber ja. Im Grunde ist es ja egal. Macht keinen Unterschied. So. Lade. Danke. Oh, Fähigkeiten. Also, zurück zum Beiboot. Sokolov müsste dort warten. Luxus. Oh, so fühlt man sich dann gleich viel besser. Fühlt sich einfach richtig an. Ständigen. Unsere Schwerter. Aber doch. Wo? Bin ich verrückt? Ja. Verrückter alter Mann. Ach, guck mal, sogar die beiden haben überlebt. Ne? Wie konnte der eine wagen, verwackterweise zu sterben? Oh. Das war ein bisschen mein Fail. Weil die Zeitlupe fängt beim Blink nicht an, wenn man weiter geradeaus drückt. Und ich war gerade so in Bewegung, dass ich weiter W gedrückt habe und dann tot. Ja. Was soll's? Da hat mich noch gar keiner entdeckt, ne? Ja, auch ein bisschen lächerlich gewesen, Mann. Der Herzog bekommt, was er verdient, Megan. Anführer steigen auf und... Und fallen auch wieder. Können wir los? Der Staub macht meine Kehle ganz trocken. Ja, mimimi. Ich musste gerade durch ein gruseliges Haus. Ja, ich konnte Paolo und Burnham gehen. Und ich war in Stiltons Haus. Gehen wir. Ding, ding, ding. So, du hast gefunden. Eine von drei Runen. Ein von drei Bauplänen. Schade. Ja, das ist viel, viel schlimmer als... nicht genug Geld. Gut, das war's auch mit diesem Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.